Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Video wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich euch sagenhafte 3 Telefonate mitgebracht. Naja, und heute wird es auch ein kleines bisschen hitziger mal wieder. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung, bei welchen Menschen ihr besser nicht euer Geld überweisen solltet. Doch zuerst, falls noch nicht geschehen, wäre es ganz nett, wenn ihr den Kanal abonniert, am besten gleich mit Glocke, weil dann verpasst ihr auch in Zukunft keine weiteren Videos mehr. Hallo? Spreche ich mit Herrn Lang? Ja. Warum nicht? Bist du Herr Lang oder nein? Was möchten Sie denn? Mein Name ist Niklas. Ich rufe Sie wegen einer Anmeldung an, die Sie in unserem Unternehmen getätigt haben. Aha. Haben Sie Erfahrung mit Online-Investitionen? Bei welchem Unternehmen denn? In einer Firma. In cryptosmarket.com. Wir sind eine seriöse Firma, wo Sie investieren und viel Geld verdienen können. Wie heißt die Firma? Krypto? Krypto, Apple, Tesla, Netflix, Amazon, was Sie möchten. Sie können, was Sie möchten, investieren und viel Geld verdienen. Also Sie verstehen ja nicht mal Deutsch, also kann das ja gar nicht seriös sein. Nein, ich verstehe. Ich verstehe ich habe Ihnen gut. Ja eine Frage gestellt. Sie antworten ja nicht drauf. Können Sie mich hören? Ich kann Sie hören, ja. Aber es wäre schön, wenn Sie vielleicht mal ein bisschen freundlicher werden und die Sie-Form annehmen. Hören Sie einmal bitte. Wir sind ein seriöses Unternehmen und unser Name ist www.kryptosmarket.com. Da wir ein Unternehmen mit mehr Erfahrung in diesem Bereich sind, können wir Ihnen helfen, noch mehr zu verdienen. Wir haben auch einen professionellen Finanzier in unserem Unternehmen, das Ihnen dabei hilft, den maximalen Gewinn zu erzielen. Verstehen Sie? Mich interessiert erstmal der Firmenname, dass ich Ihre Webseite finde. Unsere Website. Ich schicke unsere Website mit E-Mail. Nur einen Moment, bitte. Ich habe die ja jetzt am Telefon. Ich brauche jetzt keine E-Mail. Cryptosmarket.com. Cryptosmarket.com. Also, die Website habe ich noch nie aufgerufen. Haben Sie gefunden, unsere Website? Nö, habe ich nicht. Aber Cryptosmarket habe ich noch nie eingegeben. .com. Ich schicke Ihnen einen E-Mail sofort. Also die Webseite Cryptosmarket finde ich nicht. Ich schicke Ihnen einen E-Mail sofort. Bitte einen Moment, bitte. Ja, wie gesagt, ich habe Sie hier am Telefon. Ich gucke jetzt nicht in meine E-Mail. Einen Moment, bitte. Nur einen Moment. Sie können... Sie, das ist sehr wichtig. Sie können viel Geld verdienen. Sie können investieren und viel Geld verdienen. Aber können wir lassen, brauche ich nicht. Glaub mir, nur glaub mir. Nur einen Moment hören. Ja, aber das ist doch nicht seriös, was Sie da von sich geben. Nur einen Moment, hörst du, nur einen Moment bitte. Nur einen Moment, ich sage dir etwas Wichtiges. Ich sag dir etwas wichtig. Nee, Ihnen, nicht dir. Ihnen. Entschuldigung. Stellen Sie sich vor, Sie hätten ein Bankkonto, auf Sie viel größere Gewinne machen als auf der Bank. Ja, aber wenn ich ein Bankkonto erstelle, dann kann derjenige auch Deutsch. Und Sie nuscheln sich irgendwas zusammen, aber das ergibt keinen Sinn. Haben Sie ein Bankkonto? Haben Sie ein Debit- oder Kreditkarte? Also das kann einfach nicht seriös sein, wenn man so jemanden wie Sie da an die Telefonleitung setzt. Hör so einen Moment wieder, nur einen Moment. Ich sage dir, wenn die Bank Ihnen 3% des Gewinns gibt, ich sage Ihnen, hörst du, verstehst du? Nee, Ihnen. Hören Sie, nicht du. Sie. Hören Sie. Immer noch Sie für Sie. Können Sie auf diesem Konto bis zu 7% verdienen pro Tag. Das ist viel mehr als Gewinn, als Ihnen die Bank gegeben hat. Betrachten Sie dieses Konto
als Geschenk für Ihre Kinder, wenn Sie 18 Jahre alt werden, damit Sie die Studienkosten bezahlen können. Als Betrug. Oder warum nicht als Ruhestandsbonus, damit Sie Ihren Ruhestand genießen und mit Ihrem Partner die Welt bereisen können oder Ihre Träume verwirklichen zu können. Das ist doch komplett albern. Schublade geblieben sind. Und sowas glaubt einer? Wenn Sie heute anfangen, können Sie nach 10 Jahren ein Konto mit einem erheblichen Einkommensbetrag haben. Natürlich besteht auch das Risiko, aber unsere Firma verfügt hierfür über einen professionellen Maklerfeld, der ständig mit Ihnen in Kontakt steht. Auch wenn Sie das Risiko eingehen, Geld zu verlieren, wird der Verlust so gering wie möglich sein. Verstehen Sie? Nee, der Verlust wird 100% sein und nicht so gering wie möglich. Weil wenn man euch Geld überweist, ist die Kohle weg. Ein Moment. Mein Kollege spricht mit dir. Ein Moment bitte. Nur ein Moment. Hallo? Ja. Hallo, mein Lieber. Wie geht es Ihnen heute? Ich spreche gerade mit Herrn Lang, oder? Wen habe ich da jetzt dran? Nochmal, mein Lieber? Wen habe ich da jetzt dran? Und ich bin auch nicht Ihr Lieber. Okay, es tut mir leid, dass ich habe Ihnen nur das gesagt für Höflichkeiten, ja? Nee, das ist nicht Höflichkeit, das ist genau das Gegenteil davon. Das ist anmaßend. Nein, wie so? Ist das? Also spreche ich gerade mit Herrn Ricardo, oder? Was haben Sie jetzt überhaupt in der Telefonleitung zu suchen? Weil Ihr Kollege hat angerufen und nicht Sie. Ja, genau, aber ich bin eine Finanzberater und ich werde Ihnen also besser erklären, okay? Er hat mich also verbunden, weil ich bin von der Finanzabteilung, okay? Ja, der Erste brüllt die ganze Zeit rum, dann wird man einfach weitergegeben. Vor allem dieser Typ, unfreundlicher geht's ja gar nicht. Die ganze Zeit mit du und dir und Ihnen und Sie und irgendwie begreifen die das auch gar nicht, wie die Höflichkeitsformen hier bei uns in Deutschland sind. Ja, aber hier jedes Mal in Deutschland anrufen. Dann wird man einfach weitergereicht zu so einer hier, ohne dass man da wirklich vorgewarnt wird, dass da jetzt jemand anderes am Telefon sitzt. Sie scheint ja dann auch dem Anschein nach irgendwie schon wieder zugehört zu haben. Ich weiß es mal nicht. Also gruseliger geht's eigentlich überhaupt nicht. Das Problem ist, die rufen hier an, weil man sich selbst irgendwo eingetragen hat. Bei unseriösen Werbewebseiten. Mit unseriösen Versprechen. So wie der es hier schon am Anfang gesagt hat. Hinterlassen Sie doch Ihrem Kind da was Tolles und bla. Und ich weiß nicht, was die sich da jedes Mal Neues einfallen lassen. Aber wenn ihr da Geld investiert, ist es weg. Also es ist halt jemand anderes, ne? Es ist nicht weg, jemand gibt es halt für euch aus, aber ihr könnt es nicht mehr ausgeben. Und für euer Kind bleibt definitiv da auch kein Cent mehr übrig. Die Kohle ist für euch verschwunden. Ihr könnt damit nichts mehr anfangen. Die machen sich nach den Telefonaten hier in der größten Regel aus dem Staub. Es gibt auch Versionen davon, dass die danach nochmal anrufen, dass wirklich irgendjemand anruft und euch diesen ganzen Finanzquatsch hier vorgaukelt, als würdet ihr wirklich an der Börse Geld investieren und handeln und ihr macht da jetzt Profite und dann müsst ihr wieder was einzahlen, damit es noch mehr Profite gibt. Und dann zahlen da teilweise Leute wirklich auch noch ein zweites Mal Geld ein. In den allermeisten Fällen bleibt es aber bei dem ersten Gespräch hier. Wenn ihr Geld überwiesen habt, sind die dann weg. Es ist schon wirklich wahnsinnig. Möchten Sie mit meinem Kollegen sprechen, oder? Nee, ich will mit gar niemandem von Ihnen sprechen, weil das ist alles unseriös. Okay, also ein bisschen Geduld, ja? Ich weiß nicht, wo liegt das Problem, aber wir werden also wie Menschen sprechen, eben okay? Eben liegt da drin, dass Ihre Firma nicht seriös sein kann. Es ist unmöglich. Mein Lieber, das erste Mal, dass wir haben Ihnen angerufen, ist dieser, okay? Wir haben Ihnen nie angerufen. Und der Firma heißt CryptosMarket.com. Mein Kollege hat Ihnen das gesagt. Die Minuten, die ich jetzt gehört habe, könnten unseriöser nicht mehr laufen sein. Also Sie beweisen mir quasi am laufenden Band, dass das auf gar keinen Fall... Also, es tut mir sehr leid, ich muss Ihnen unterbrochen. Also, was für eine Überweisung sprechen Sie bitte? Es spricht überhaupt niemand von irgendeiner Überweisung. Also, Herr Lang, wir haben Ihnen angerufen, weil wir sehen hier, weil Sie Geld klauen wollen, das ist der einzige Grund. Was? Nennen das Kind doch beim Namen und nicht irgendeine Lügengeschichte ringsrum, weil das ist albern. Dass Sie das Geld nicht nur in die Tasche stecken und sich danach komplett verpissen, das ist komplett klar. Einen Moment, mein Lieber. Wir haben Ihnen ich bin nicht Ihr Lieber, ich habe Ihnen das schon mal gesagt, das ist anmaßend, Entschuldigung, einen Moment, haben Sie ein bisschen Geduld? Also, nee, ich habe gar keine Geduld, Sie stürmen mich in meiner Privatsphäre.
Oh, du hast eine schlechte Erfahrung, dass sie, Sie, es heißt sie. Und sie sollen sich aufhören, irgendwelche anmaßenden Geschichten auszudenken. Sie haben eine schlechte Erfahrung. Nee, hab ich das nicht. Das ist nicht, das ist du bist nicht die schlechte Erfahrung. Du. Das ist nicht. Hä? Dass die jedes Mal gleich darauf schließen, dass ich irgendeine schlechte Erfahrung gemacht hätte auf dem Finanzmarkt. Woher das wohl stammen mag, also mal davon abgesehen, dass ich tatsächlich keine schlechten Erfahrungen auf dem Finanzmarkt gemacht habe, weil ich da schlichtweg einfach nicht eingezahlt habe, also noch nie bei sowas. Woher wissen die das dann angeblich, dass ich schlechte Erfahrungen gemacht habe? Das kann man doch nur wissen, wenn der Betrug für die teilweise, oder was heißt teilweise, wenn der Betrug für die normal ist, wenn die sich damit auskennen, dass das alles Betrug sein muss. Weil woher wüsste die das dann sonst, dass die Kunden, die sie da anruft, schlechte Erfahrungen gemacht hat? Vor allem, warum maßen sie sich das jedes Mal einfach an? Oder grundsätzlich ja alle Betrüger, die hier anrufen. Die maßen sich alle an, zu wissen, wie man, was man vorher schon erlebt hat. Die maßen sich alle an, dass man Geld versemmelt hat auf dem Finanzmarkt. Also, dass da wohl schlaue Leute sich registrieren. Das steht da wohl außer Frage. Ich weiß es nicht. Also die vermuten ja gleich jedes Mal, dass der Kunde vorher schon dumm genug war, irgendwo Geld einzuzahlen, weil sonst hätten sie ja auch den Datensatz nicht. Es ist schon wirklich absolut erstaunlich, dass die jedes Mal auf die Idee kommen. Naja, es hat halt was damit zu tun, dass das wohl bei denen normal ist, weil die das wissen, dass das Ganze Betrug ist. Schon schäbig. Hallo, du hast mir gesagt, dass ich muss sie sagen. Also, ich habe sie gesagt. Ihr seid doch nur Betrüger. Das ist doch alles offiziell, ganz offensichtlich. Wie kannst du das wissen? Wie kannst du das wissen? Weil du ständig dazwischen blaberst. Unprofessioneller geht es ja überhaupt nicht. Diese ist das erste Mal, dass du hast gehört über unsere Firma. Und wie kannst du das sagen? Du bist absolut unseriös in deinem Verhalten. Du zeigst... Nein, nein, du hast nie gesprochen mit unserer Firma. Nie. Aber jetzt... Verstehen Sie das? Ja, jetzt, und ja, natürlich, aber, und alleine an bitte lassen Verhalten Sie mich, lassen Sie mich meinen ganz Job machen, nein, okay? Ich bin hier, damit Job, ich kann Ihnen Betrug. Erklären, Ihre... Oh, ich kann nicht mit dir. Herr Ricardo? Ja, dann sabber nicht die ganze Zeit dazwischen. Hä? Kein Benehmen, no? Gar nicht. Nicht mal im Geringsten. Herr Ricardo, wir haben Ihnen angerufen, das heißt, nur damit Herr wir können besprechen. Das ist alles, was wir möchten machen, ja? Und wenn nee, du ihr kannst, machen, wir Menschen, wenn du kannst, nicht wir Menschen, wie Menschen sprechen, dann aber bitte nicht, legen Sie auf den Telefon und wir werden ein anderes Moment sprechen, wenn Sie sind ein bisschen klar und wenn Sie sind ein bisschen ruhiger. Du bist doch okay? Nichts anderes als einfach nur ein ganz schäbiger Betrüger. Okay, können Sie mir sagen, warum Sie meinen das? Bitte? Weil du so sprichst wie eine Kakerlake. Wie spreche ich? Also, ich bin nicht eine deutsche Frau. Ich bin nicht eine deutsche Frau. Ja, richtig. Und dann hast du hier nichts am Telefon zu suchen. Das ist sehr rassistisch, okay? Ich bin nicht eine deutsche Frau. Das hat überhaupt nichts mit Rassismus zu tun. Das hat was damit zu tun. Halt doch mal jetzt deine Schnute. Das nervt langsam. Wirklich, du laberst ja nur. Kannst du mal irgendwann mal deine Klappe halten? Das ist ja furchtbar. Nein, nein, ich kann das nicht machen. Warum soll ich das machen, ja? Ja, weil du, wenn du eine Antwort willst, auch mal zuhören musst. Und du holst dann! Okay. Leg auf! Du beweist es doch! Du beweist leg doch, auf! Leg auf! Was ist der Hurensohn? Leg auf! Du beweist doch, was du für eine Mensch bist! Leg auf! Bist. Du beweist es ist mir scheißegal! Es ist mir scheißegal, was du sagst! Es ist mir scheißegal! Ich habe Ihnen angerufen, damit ich kann Ihnen helfen! Billige Betrügerin! Eine ganz, ganz billige Betrügerin! Mehr bist du nicht! Also ja, bin ich eine primitiv. Ganz, ganz große primitiver könnte es du überhaupt Geld, nicht sein! Geld, weil du laberst einfach nur irgendeine Rotze! Und es ergibt nicht mal Sinn, was du die ganze Zeit sagst. Dann schaffst du es nicht mal zuzuhören. Deine Intelligenz reicht ja wahrscheinlich nicht mal zum Kacken aus. Also es ist wirklich unverschämt, was ihr euch einbildet. Ihr könnt nicht mal im Ansatz irgendwie Deutsch und versucht die Leute mit irgendeiner Scheiße voll zu labern. Das ist einfach nur absolut peinlich. Hast du beendet? Bist du fertig? Bist du fertig, oh Hurensohn? Oh, fick dich, oh, fick deine Mutter. Ich bin immer wieder beeindruckend, dass ihr euch selbst verratet als Betrüger.
Tja, also die hat sich hier definitiv wieder selbst verraten und das Gespräch dann beendet an dieser Stelle. Da war sie wohl wieder einfach unterlegen. Ich find's immer wieder wahnsinnig. Die rufen bei euch an, um euch zu betrügen und wenn ihr das Ganze dann als Betrug auch eben entlarvt und versucht, denen das irgendwie beizubringen, dann rasten sie gleich aus. Also ich hab's ja am Anfang hier noch nett versucht, aber es ist ja wirklich unmöglich mit solchen Leuten. Da kann man einfach nur noch die Fassung verlieren. Also ich kann euch immer nur wieder empfehlen, wenn ihr solche Anrufe, warum auch immer, dann doch mal bekommt, legt einfach auf und diskutiert gar nicht mit solchen Menschen. Die haben es auch gar nicht verdient, mit euch irgendwie sinnvoll zu diskutieren. Es bringt ja auch eh nichts. Man kann mit denen auch in der Regel nicht diskutieren. Das sind die allerwenigsten Betrüger, die hier dann, naja, halbwegs vernünftig noch das Gespräch beenden, nachdem sie euch nicht bescheißen konnten. Aber es ist einfach so. Es ist und bleibt Betrug, was die ganzen Leute hier am Telefon machen. Und dann auch noch auf der schäbigsten Art und Weise. Und zum Schluss bestätigen sie es jedes Mal mit ihren Beleidigungen noch am Telefon. Guten Tag. Spricht Guten mich. Guten Tag. Ja. Christina Weber ist mein Name. Spreche ich mit Herrn Wolfgang? Nee, das ist mein Vorname. Ist Ihr Nachname? Ja, Herr Wurstwasser. Also, ich wollte sagen, Sie sind auf unserer Webseite angemeldet. Wegen Ihrer Anmeldung rufe ich Sie an. Aha. Es handelt sich um Online-Trading. Genau. Und durch Ihre Anmeldung, also rufe ich Sie an und meine Aufgabe ist, Ihnen weiter zu helfen. Es ist nämlich ein Plattform, wo Sie profitieren werden. Und um Handel anzufangen, natürlich, Sie brauchen auch das Startkapital. Sind Sie Anfänger, dann können Sie mit Minimum auch starten. Anfängerniveau, das ist 250 Euro. Können Sie mich hören? Ja, hast du gut vorgelesen bis jetzt. Hallo. Ja. Hier Wolfgang. Können ja, Sie mich hören? Herr Wurstwasser wäre richtig. Jetzt spricht es schon wieder. Ich verstehe Sie nicht. Können Sie sagen? Ja, was denn? Doch, ich spreche. Naja, dann los. Also, mit welchem Betrag wollen Sie Handel anfangen? Sie sind auf unserer Webseite angemeldet, aber um Handel zu starten, man soll aktives Handelskonto haben. Aha. Und man braucht Startkapital. Aha. Anfängerniveau beginnt mit 250. Mhm. Und genau. Und wie reich wird man da? Warum wundern Sie sich so? Hier Wurstwasser. Also, was ist Ihre echte Nachname? Ja, Wurstwasser. Weil da steht Wolfgang und beim E-Mail steht Eole Wurstwasser. Ja. Ist ja richtig. Irgendwie komisch. Ach so, na ja, dann finden Sie das komisch. Ist ja in Ordnung. So. Edelwurstwasser kaufen at dmcc. Also. Ach, immer wieder herzallerliebst, wie die da versuchen, die E-Mail-Adresse dann mit dem Namen in Verbindung zu bringen. Und wenn da irgendwo kleine Abweichungen sind von der E-Mail-Adresse zum Namen, obwohl ja da eigentlich auch der Rest vom Namen so drinsteht, dann sind sie da schon gleich skeptisch und komisch. Also ich weiß es nicht, ob die noch nie gesehen haben, dass die Menschen auch einfach andere E-Mail-Adressen haben, als der eigene Name heißt. Ich meine, das ist ja typisch. Also ich würde jetzt sogar fast behaupten, dass die wenigsten ihren kompletten Namen in der E-Mail-Adresse drin stehen haben. Von daher wundert mich das jedes Mal, dass die da gleich so skeptisch sind, nur weil da mal irgendwas drinsteht hier mit Edelwurstwasser und sowas. Aber letztendlich steht ja mein Name trotzdem mit drin. Es ist wirklich immer wieder verwirrend, wenn man solche Leute dran hat. Keine Ahnung, was bei denen im Kopf vorgeht, aber es scheint ja definitiv nicht normal zu sein, was die sich da jedes Mal denken. Ja, so machen sie sich ihre Gespräche auf jeden Fall selbst kaputt. Kann ja nur vom Vorteil sein, wenn sie so quasi schon sich selbst ins Ausschießen und dann bei den Leuten nichts verkaufen und dadurch die Datensätze mehr oder weniger dann im Sand verlaufen lassen und wegschmeißen. Tja, hoffen wir mal, dass sehr, sehr viele Leute da komische E-Mail-Adressen eintragen und die wenigsten ihren echten Namen in der E-Mail-Adresse stehen haben, wenn das schon dazu führt, dass sie dann eben keinen Verkauf mehr so richtig machen wollen und skeptisch sind. Ruhe? Also ist das Ihre aktuelle E-Mail-Adresse? Ja. Und nun? Herr Wurstwasser, das ist eine Plattform. Mit welchem Betrag wollen Sie Handel anfangen?
Minimum ist 250 Euro. Sie werden eine eigene Handelskonto haben und Sie werden Zugangsdaten auch bekommen, weil Sie werden offiziell auf der Börse sein und auf Ihre Handelskonto sollen Sie das gewünschte Startkapital haben, womit Sie handeln anfangen werden. Daher die Frage, mit welchem Betrag wollen Sie Handel anfangen? Ab 250 bis 1000 in dem Bereich sollen Sie, bitte? Mit gar keinem. Warum? Warum sollte ich? Ohne Startkapital, Demokonto, weil Sie werden Geld verdienen, davon mehr zu verdienen. Ja. Das heißt, warum von um Handel anzufangen, dann braucht Startkapital und davon mehr zu verdienen. Weil Sie werden also investieren und durch Investition werden Sie Handel starten. Also von nichts kommt nichts. Mhm. Ja, wenn das ja so gut funktionieren würde, dann würden Sie ja, glaube ich, nicht am Telefon sitzen. Hier, Wusswasser, wissen Sie was? Hin und wieder fragen mich die Leute, aber ich bin bodenständig. Ach so. Ich arbeite. Bodenständig nennt man das heute. Genau, und ich bin, warum sind Sie so ironisch? Wie bitte? Warum sind Sie dann angemeldet? Können Sie mir sagen? Das wüsste ich auch gerne. Hier, Wusswasser, warum sind Sie, wissen Sie was? Na, was denn? Was soll ich denn wissen? Hier, Wusswasser, sagen Sie mir jetzt konkret, Sie sind angemeldet und man steigt hier ein, um Geld zu verdienen. Also, wenn Sie handeln starten wollen, Sie sollen mir sagen, mit welchem Startkapital Sie anfangen wollen. Und nicht jetzt wiederholen und wiederholen, was ich sage, mein Satz. Habe ich ja schon gesagt. Ja. Was haben Sie gesagt? Ja, habe ich doch gesagt, die Antwort auf Ihre Frage. Sagen Sie mal, sind Sie Schauspieler? Nee, und Sie? Auch nicht. Nee. Wollen Sie Geld verdienen? Na, dann sollen schon Sie Konto bis zum Ende aktivieren und investieren. Ja, dann beantworten Sie. Na, habe ich doch schon. Und Sie haben gesagt, ich soll nicht wiederholen. Dann mache ich das auch nicht. Tja, und dann hat sie aufgegeben und aufgelegt. Ist ja wieder höchst interessant, was man da für nette, nette Menschen an der Leitung hat. Ich weiß nicht, was sie sich vorstellen. Ich weiß nicht, in welcher Parallelwelt die leben. Tja, also wenn sie nicht die Antwort erhalten haben, die sie sich vorgestellt haben, oder wie immer nicht zuhören, weil sie einem ja dazwischen quatschen oder irgendwas, weiß ich nicht, ergoogeln müssen, damit sie unsere Sprache überhaupt hinkriegen. Traurig. Traurig, dass es wirklich von diesen netten Herren da und Damen so viele an der Leitung gibt, die euch um euer Geld bringen wollen. Naja, aber ich habe euch noch einen mitgebracht. Schauen wir mal hier rein. Wen habe ich denn da an der Telefonleitung? Hallo, hallo. Hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Richard Kloß von Intesa San Paolo Bank. Der Grund, Richard wieso Kloß. Ich Sie gestört habe... Ja, bitte. Also Richard Kloß ist Ihr Name. Oh. Also, wie klopft's? Oder wie? Kloß wie... Kloß mit Doppel-S am Ende. Ja, okay. Von Intesa San Paolo Bank. Ja, wie kann ich Ihnen behilflich sein? So, der Grund, wieso ich Sie gestört habe, ist es, weil unter dieser Telefonnummer in der Vergangenheit mit verschiedenen illegalen Plattformen Verluste gab. Können Sie das bestätigen? Oder haben Sie damit nichts zu tun? Damit habe ich nichts zu tun. Gott sei Dank. Dann ist alles gut. Verzeihung, dann für die Störung. Ja, tschüss, Betrüger. Servus, Vater. Tschüss, Betrüger. Wer ist der Betrüger? Na, ihr. Ihr habt es doch probiert. Ja, wieso denn? Naja, weiß ich ja nicht wieso. Wäre ja mal interessant zu wissen, warum habt ihr denn probiert zu betrügen? Warum macht man denn sowas? Ja, aber wie sagen Sie sowas, wenn ich Ihnen nur eine Frage gestellt habe? Und ich habe ja, das ist offensichtlich, dass das Verarsche ist. Und was soll das? Das ist offensichtlich. Du willst die Leute noch mal betrügen, die schon mal betrogen wurden. Ja, Verzeihung, wie soll ich das betrügen? Ja, das weiß ich ja noch nicht. Kannst du ja erzählen, an welcher Stelle du denn ohne Gebühr haben möchtest. Nein, was für Gebühr? Ich habe überhaupt kein Gebühr geredet. Nee, noch nicht, aber es kommt ja meistens.
Ja, immer das gleiche Skript, kennt man doch schon. Ich also, weiß mal, das, nicht, mit das erzählen dem, doch, ich geredet habe. Guck mal, aber es haben doch alle Betrüger, ja. So wie du, das exakt gleiche Skript. Jeder labert das gleiche. Ist doch total langweilig. Denkt euch doch mal was Neues aus. Irgendwas, was die Leute glauben. Was das glaubt ja keiner. Es geht nicht um ja. Betrüger, es geht um eine Umfrage. Ja, das ist ja Quatsch. Hauptsache eine Umfrage. So ein Blödsinn. Das ist doch kompletter Blödsinn. Okay. Ich kann Ihnen die Adresse von unserer Filiale zugeben, ja, und können Sie nachfragen. Genau. Dann gibst du die Adresse, okay, wo es keinen gibt, ne? Genau. Logisch. Nein, Sie können auch bei Google. Nein, Sie können auch bei Google. Ja, genau. Ja. Hm. Euch gibt's doch überhaupt gar nicht. Ist doch alles Quatsch. Das ist doch kompletter Blödsinn. Wie, das weißt du doch aber selber. Der ist Paulo, gibt nicht in. Nee, du bist ja nur Betrug, mehr nicht. Eure Firma gibt's nicht. Das ist einfach nur Beschiss. Auf ganz billigem Niveau. Sind Sie sicher? Ja, na klar. Okay. Dann werden Sie, okay, kein Problem. Dann werden Sie einen Brief von uns bekommen und dann können, ja, Sie das alles durchsetzen, okay? An welche Adresse denn? Machen wir so. An welche Adresse schickst du an denn Ihre den Adresse. Brief? An ja, welche Adresse. Adresse denn? An Ihre Adresse. Na, was ist ja, denn Ihre ist Adresse? Das ist automatisch von unserem System. Ja. Mit der Adresse, die Sie schon angemeldet sind. Ist das peinlich? Ja, das ja, lächerlich. Dann wird's. Ja. Ist kein Problem. Ist das peinlich. Das wird doch immer schlechter, eure Betrugsversuche. Lasst euch doch mal irgendwas Intelligentes einfallen. Irgendwas, was einer glaubt. Aber das ist doch so lächerlich. Da kann man euch doch nur drüber auslachen. Brauchen Sie nicht zu glauben. Ja, mache ich auch nicht. Ja, genau. Wenn Sie nur den Brief bekommen, dann können Sie das weiter. Ja. Ja, das werde ich. Du hast ja nicht mal eine Adresse. Ja, das garantiere ich Sie. 2 Werktage bekommen Sie den Brief. Ja. Und dann werde ich wieder anrufen. Okay. Ja, genau. Das garantiere ich. In zwei Tagen werde ich wieder die anrufen. Dann schaue ich Sie wieder. Ist das peinlich. Du bist lächerlich. Mach mal einen anständigen Job, irgendwas Seriöses, wo man vernünftig Geld verdient. Weißt du, man muss die Leute nicht immer scheißen. Das ist doch Quatsch, was du da machst. Das ist doch komplett peinlich. Ich bin also kein Mensch und deswegen werde ich Ihnen den Brief zusenden, damit Sie das durchlesen können und dann ja, andere Bitte Firma haben. Ja, ja. Aber witzig, Beste. Ja, kein Problem. Ja. Okay. Dann können Sie vielleicht was anderes nachdenken. Wie kann man nur so schlecht sein? Ja, wie kann man nur so schlecht sein? Mutti ist stolz auf dich. Ja, werden Sie sehen, ist kein Problem. Mensch, du musst so eine richtig stolze Familie haben. Ja. Ja, werden Sie sehen, ist kein Problem. Ja. Wie ein Betrüger sind oder so. Du, ich brauch das nicht sehen, ich weiß das schon. Du hast doch eh nicht meine Adresse. Ja, aber unsere Datenbank hat Ihre Adresse. Ja, das, genau. Werden Sie sehen. Richtig, okay. Ja, werden Sie sehen, genau. Wenn Sie den Brief bekommen können. Okay? Und dann können Sie. Haben Sie was genommen? Nee, du bist einfach nützlich. Ja, ja. Wie kann man sich selbst so ernst nehmen? Oh Gott, bist du peinlich. Also es muss ja wirklich ein ernsthaftes Problem dabei sein, dass man so einen Job annehmen muss. Es ist wirklich nur noch lächerlich. Oh Mann. Also ihr könnt einem ja schon fast leid tun. Nur warte. Ja, genau. Am 20. werde ich Ihnen anrufen, ja, und dann schauen. Ja, genau. Ja, ja. Richtig, dann ruf mal am 20. an. Das werde ich nicht garantieren. Ist das geil. Oh Mann, bist du niedlich. Natürlich. Ja, aber hast du dir nicht schon mal überlegt, irgendeinen vernünftigen Job zu machen? Ich bin vernünftig, wenn ich bezahle Steuern, ja, und alles hier und ja, her, na klar, als ob du Steuern bezahlst. Zum Blödsinn. Das garantiere ich sich. Ja, genau. Ist schon angemeldet, so ist alles. So. Ja, genau. Habt ihr eure Betrugsfirma, angemeldet, ja? Warten Sie ja nur 2 Werktage. Ja, genau. Und dann, ich werde wieder Ihnen anrufen am 20. und dann schauen Sie wie. Dann mache ich mich wieder aus. Du bist so traurig. Einfach nur traurig. Oh Mann.
Ja. Und gibt es echt Menschen, die euch ernst nehmen bei dem Blödsinn, den ihr da erzählt? Ja. Ja, Leute so wie du. Ach so, Leute wie ich, genau. Also habt halt nur Leute, die euch nicht glauben. Ja. Das ist schon mal gut. Genau. Dann rennen ja nicht so viele Leute bei euch drauf ein. Aber wir können das überzeugen. Ja, genau. Ja. Wir können das überzeugen, kein Problem. Ja, genau. Deswegen machen wir den Job. Genau. Ich glaube, die einzige Person, die du überzeugt, das ist deine Oma, aber das war so schon. Meine Oma brauche ich nicht überzeugen. Nee, die glaubt ja auch nicht, ne? Oder telefoniert die neben dir. Oh Mann. Schäm dich mal lieber ein bisschen für das, was du da machst. Ach Mann, das ist peinlich. Dann werden wir das sehen. Wer schämt dann, okay? Ja, oh. Naja. Okay. Oh, armer kleiner Betrüger. Anrufen und dann werde ich Ihnen ganz klar und deutlich fragen, ob Sie den Brief bekommen. Und dann werden wir sehen, was Sie sagen dazu, okay? Ja, lachen Sie weiter. Alles. Ja. Oh, niedlich. Bis bald dann. Alles. Ja. Servus. Tja, auf den Brief warten wir bis heute noch. Es ist schon immer wieder sehr erschütternd, was man da so von den Leuten hört. Und wie überzeugt die von sich selber sind da am Telefon. Vor allem, ich weiß gar nicht, was das bringt, dass die da ihre Zeit noch die ganze Zeit verplempern für so einen Blödsinn, wo der doch selber weiß, dass die gar keine Briefe rausschicken können. Es ist einfach nur absolut wahnsinnig. Ich weiß nicht, was sie sich davon erhoffen, dass man von so einem Blödsinn denn doch noch irgendwie umkehrt und sagt, oh ja, ich steck da jetzt meine Kohle rein in diesen Blödsinn. Ach, ist das traurig. Ganz, ganz schlimm. Ich hoffe nur immer wieder, dass da auf sowas wirklich keiner reinfällt. Warum jetzt hier die Audioqualität von mir aus so komisch war, weiß ich leider nicht. Ich musste da auch vor kurzem schon wieder so ein Audio wegschmeißen. Leider so ein 25-Minuten-Gespräch, weil das würde ich euch tatsächlich nicht antun. Keine Ahnung. Müssen wir auf jeden Fall nochmal schauen. Kriegen wir auf jeden Fall in Zukunft wieder besser hin. Versprochen. Ich bedanke mich, dass ihr alle wieder dabei gewesen seid. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Lasst gerne ein Abo da, am besten gleich mit Klingelglöckchen, weil dann verpasst ihr auch in Zukunft keine weiteren von diesen Telefonaten. Wenn ihr mögt, schaut gerne nochmal in die Playlist rein. Es gibt noch viel, viel, viel mehr von diesen Telefonaten hier auf meinem Kanal. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Die Welt ist böse, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.